Also wenn man was ja richtig auf den Keks gehen kann, dann ist es ja so ein typisches Hinterrad ausbauen. Wenn man mit einer Hand das Hinterrad irgendwie halten muss, mit der anderen muss man die Achse durchfriemeln und dann noch den Bremssattel. Und das hier soll die Lösung sein? Schauen wir mal. Okay, was ist es? TireX von BF Racing, der Radwechselprofi. So, was ich so erkennen kann, also das ist wohl ein Wägelchen, das vermutlich irgendwie unter den Reifen gehört. Okay. Anscheinend muss ich da irgendwie drehen und kann da den Reifen auf Vorspannung bringen. Ah ja, okay. Das funktioniert. So, okay, irgendwie habe ich das Ding auf Vorspannung gebracht. Also der Reifen liegt jetzt hier irgendwie so ein bisschen auf. Jetzt ist allerdings, stellt sich mir die Frage, wie zum Kuckuck fahre ich mit meinem Reifen dann über den Ständer drüber? Details. Der TireX ist ein Radmontage verwendet für Motorräder mit zwei Armschwingen. Okay, es funktioniert mit zwei Armschwingen, ist logisch. Ich glaube, ein Armschwingen brauchen das auch nicht. Mit einer Gewindespindel können zwei Schenkel im Scherenprinzip angehoben werden. Die Vorrichtung wird unter dem aufgebauten Hinterrad positioniert und mit der Spindel angehoben. Das Rad wird dabei fixiert, sodass die Achse und Komponenten wie Bremsanlage und Kette demontiert werden können. Der Ausbau ist schon mal relativ easy gewesen. Was natürlich hier echt cool ist, dass das die Rollen relativ hochwertig sind und das selbst über den Ständer relativ locker drüber rollt. Wieso kann man keine Kurve fahren? So, ich montiere mal ein anderes gebrauchtes Rad drauf. Also was wirklich noch extrem sinnvoll wäre, wenn zwei Rollen, die vorderen zwei oder die hinteren, egal, drehbar werden. Dann könnte man sogar noch Kurven fahren. Und dann bräuchte man das Rad ja gar nicht mehr hochheben. So, jetzt schauen wir mal, wie das wieder reingeht. So, ich muss jetzt gleich hier ein bisschen anheben, fahre über den Ständer drüber, was kein Problem ist. Okay. Hier einfädeln. Okay. Hier drinnen. Das ist jetzt bekannterweise so der tricky Part. Jetzt haben wir den Bremssattel eingehängt. Jetzt müssen wir in der Zwischenzeit eigentlich das Rad halten, in der Luft halten mit einer Hand und mit der anderen die Achse einführen. Und ich sehe jetzt schon, ich bin da so ein bisschen zu niedrig. Entweder habe ich einen anderen Reifen drauf als vorher.
Also hier die rechte Seite passt, die linke Seite passt nicht ganz. Vielleicht stehe ich ein bisschen schief. Ne, ich stehe relativ gerade, dann drehe ich ihn einfach mal hoch. Okay, geht nicht. Hochdrehen geht nicht. Ich stehe anscheinend schief. Ne, eigentlich nicht. Okay. Dann möchte ich ihn jetzt aber gerne ein bisschen hochdrehen. Wieso geht das jetzt nicht? Nicht hochdrehen. Also entweder bin ich auf maximal hochgedreht, der sitzt jetzt drin. Ich habe so das Gefühl, dass sich der Gummi vom Reifen ein bisschen verklebt mit diesen zwei Schwingen und dann du die Schwinge oder die Höhe dieses Teil es nicht mehr verstellen kannst. Also runter kann ich noch, ich will aber nicht runter, ich muss weiter rauf. Und das ist jetzt ein Problem. Das heißt, ich kann die Höhe nicht mehr vorgeben. Der Unterschied ist halt, wenn ich zwei verschiedene Räder mit verschiedenen, also von alt auf neu meinetwegen, habe ich doch ein bisschen mehr Millimeter und habe somit einen Unterschied von der Höhe, womit die Achse nicht mehr so hundertprozentig passt. Und jetzt müsste ich eigentlich den Reifen wieder hochheben, um die Achse reinzukriegen. Da fehlt es jetzt doch um ein paar Millimeter, wenn nicht sogar Zentimeter. Und ich kann jetzt, wenn ich ein bisschen rumrück, dann geht's. Okay. Dann muss ich das quasi einfach wieder entspannen, rausdrehen und krieg das dann auch wieder raus. Okay, Drehmoment nicht vergessen. 90 Newtonmeter. Hinterradbremse drücken. So, ich denke, das ist ein nices Feature. Ich weiß nicht genau, was es kostet. 129 Euro. Inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versand. Verlinkt natürlich BF Racing in der Beschreibung, ob das jemand braucht oder nicht. Verbesserungsvorschlag. Ich bin richtig aus der Puste. Verbesserungsvorschlag. Der Gummi, wenn er nicht gerade neu ist, vielleicht auch neu genauso, man sieht es richtig, tut sich hier direkt verkleben in diesen Einmalverwendung. Und jetzt hat man doch unterschiedliche Höhen von dem eingebauten Rad zum neuen Rad oder zum des wechselnden Rades. Und jetzt muss man quasi immer die Höhe dann ein bisschen anpassen, wenn es nur Millimeter sind, weil der Reifen wird nicht exakt genauso drin sitzen, wie er vorher drin gesessen ist. Und jetzt hat man gesehen, dass ich ein bisschen hochdrehen hätte wollen, um quasi bei den Löchern besser anzukommen. Und so habe ich jetzt quasi nochmal mit der Hand selber hochheben müssen, dass ich die Achse reinkriege. Was somit irgendwie den Sinn und Zweck wieder behindert. Natürlich ist ein nices Gadget, dass es genau hier drin sitzt beim Rausnehmen, ist super, du brauchst jetzt auch nicht extrem lang rumfummeln, aber es wäre so eine Verbesserung, wenn der Reifen quasi in dieser Form gleiten würde und man könnte, auch wenn sich der Gummi quasi, damit sich eben der Gummi nicht verspannen kann, dass man das quasi währenddessen auch hoch und runter drehen kann. Aber wenn der Reifen mal drin sitzt, dann kannst du das nicht mehr verändern. Ob es einem das wert ist. Ich denke, wenn man viel Rad wechselt in Verbindung, es gibt also Motorräder, da ist echt beschissen zu wechseln. So originale Yamaha 1 ist voll bekackt. Da kriegst du echt einen Krampf, wenn du da den Bremssattel einhängen musst und so. Ich denke, da ist es schon echt ein Mehrwert, vor allem wenn du irgendwie zwischen den Turns auf der Rennstrecke schnell wechseln musst, Lederkombi an, hast eigentlich eh keine Zeit. Da ist es schon ein Gadget, wo ich sage, okay, das ist eine gute Sache. Vielleicht könnte man aber auch, damit der Reifen ein bisschen mehr rutscht auf diesen Auflageflächen, irgendwas draufkleben,
wo der Reifen drauf besser gleiten kann, weil der klebt einfach fest. Und wenn er festklebt, dann verspannt sich quasi die eine Seite mit der anderen und du kannst nicht mehr hoch und nicht mehr runter. Aber im Summa summarum ein cooles Ding. Ich nehme es auf jeden Fall mit auf die Rennstrecke. Ich muss viele Reifen wechseln. Link in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.